Ja, Leute, damit ein herzliches Willkommen zu, ja, zu was eigentlich? Am neuen Let's Play? Ich weiß es ehrlich gesagt selber noch nicht. Lange Zeit habe ich mich geweigert, dieses Spiel zu starten, dieses Spiel zu zocken. Und ich werde jetzt kurz vorher eine kleine Anekdote an das Ganze setzen. Ich werde die Folge ein bisschen länger machen als eine halbe Stunde. Ihr wisst ja, die ersten Folgen sind immer eine halbe Stunde bei mir im Normalfall. Aus den Ausnahmefällen. Und bevor wir irgendwie jetzt da groß loslegen, ich werde die Folge heute mal ein bisschen länger machen, weil ich wahrscheinlich schon 10 Minuten labern werde. Grand Theft Auto. Im Prinzip bin ich mit GTA groß geworden. Also, ich habe den dritten Teil gespielt, ich habe den San Andreas und Vice City Teil gespielt. Ich habe auch GTA 4 gespielt. Ja. GTA 5 habe ich mir eigentlich lange Zeit nicht geholt und auch lange Zeit mich geweigert, es zu holen. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas gefeiert, weil es so unrealistisch war. Es war ein extrem unrealistisches, dummes Spiel, in dem man ein bisschen Gangster machen konnte. Man konnte gegen das Gesetz verstoßen, ohne dass man tatsächlich realen Personen geschadet hat. Und ich persönlich bin eigentlich mein Leben lang so gewesen, dass ich eigentlich nicht gegen das Gesetz verstoßen wollte oder will. Deshalb bin ich auch heute noch so. Und GTA San Andreas war damals halt besonders cool, weil es natürlich mal einen komplett anderen Aspekt hatte. Man hatte quasi eine andere Rolle. Also man hatte im Prinzip eine andere Hautfarbe und dadurch natürlich auch eine an entsprechend andere Art und Weise. Ich persönlich finde GTA San Andreas zwar immer ein bisschen arch rassistisch in gewisser Hinsicht, weil es teilweise einfach ein bisschen übertrieben ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich halt einfach ein Spiel, was halt eben ein Spiel ist. Und ja, lange Rede gar keinen Sinn. GTA Vice City und GTA San Andreas und auch GTA 3 waren richtig gute Spiele. GTA 4 dagegen war eigentlich etwas, wo ich sagen muss, nein. Oder besser noch, nein, danke. Weil GTA 4 hat mir nicht mehr gefallen, weil es zum Teil viel zu realistisch war. Wenn man mit dem Auto zu stark gegen irgendwas gedatscht ist, dann ist man vorne durch die Windschutzscheibe geflogen, weil aus irgendeinem unerfindlichen Grund sich der Charakter nie angeschnallt hat. Und lauter solche Geschichten halt. Und das fand ich halt immer ein bisschen schade eigentlich, weil. Klar, es ist ja auf der einen Seite realistisch, aber auf der anderen Seite spiele ich halt GTA nicht, weil ich Realismus will. Ich mache mal eben für mich ein bisschen leiser gerade. Im Klartext, das Spiel ist richtig, richtig gut und mir persönlich macht es sehr viel Spaß, das zu zocken. Aber GTA Vice City und GTA San Andreas waren die letzten guten Teile, meiner Meinung nach. GTA 4 hat mir nicht besonders gut gefallen und ich weiß, dass ich da wahrscheinlich jetzt vielen GTA-Fans auf die Füße trete. Aber da muss ich halt nochmal dazu sagen, bedenkt, dass ich wirklich mit GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas aufgewachsen bin. Das heißt, Spiele, die ich in meiner Jugend gespielt habe, die eben einfach komplett unrealistisch waren. Und das war damals das, was mich so an dem Spiel auch gereizt hat. Gut, wer natürlich das Spiel gerne mag, der darf das natürlich gerne zocken. Ich werde es jetzt auch mal ausprobieren, weil ich normalerweise prinzipiell ein Mensch bin. Ich bin der Meinung, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann muss ich das begründen können im Sinne von, ich habe es mir angeschaut und habe es auch tatsächlich ausprobiert. Weil ich normalerweise nicht schlecht über Sachen rede, die ich noch nie gespielt habe oder mit denen ich nichts zu tun hatte. Deswegen schaue ich mir solche Sachen eigentlich immer an. Und Vice City hatte ich damals gespielt. Ich war in GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas hatte ich gespielt. Das hat mir gut gefallen. Und GTA 4 hatte ich auch gespielt. Bis zur zweiten Stadt, bis kurz vor die dritte Stadt, glaube ich. Das habe ich damals ausgeliehen gehabt, habe ich deswegen auch nicht durchgespielt. Aber es hat mir auch irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht. Und die letzten 2 Wochen, oder also ich hatte das 6 Wochen ausgeliehen. Die letzten 2 Wochen, wo ich das ausgeliehen hatte, habe ich es überhaupt nicht mehr angeschaut. Also, naja. Na gut, ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Wir nehmen den Story-Modus. Zum einen weiß ich jetzt nicht, wie das Ganze sich verhält. Ich weiß, das Ganze gibt einen Online-Modus. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das ist, wenn ich im Story-Modus bin, ob auch in der Welt ganz normal die Leute rumrennen oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen uns das einfach mal an.
Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe noch nichts gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, sind die Einstellungen. Ich habe natürlich alles auf HD gestellt und so weiter. Hoffe auch, dass es möglichst ruckelfrei läuft. Ich weiß, dass es ein sehr ressourcenlastig fressendes Spiel ist. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass ich es aufnehme, was natürlich nochmal zusätzlich Ressourcen frisst. Okay, es lädt schon mal sehr lange. Ach ja, ich muss auch dazu sagen, wir haben jetzt 2:06 Uhr in der Nacht. Also, wir haben auch noch Sonntag auf Montag früh. Das heißt, das ist jetzt alles ein bisschen. Ich bin jetzt gerade auch nicht ganz so fit, wie ich es gerne wäre. Alter, wieso lädt es denn jetzt so lange? Ah ja, vor 9 Jahren. Okay. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Listen up. Hurry. In the back. Come on. What's he doing? He's gonna kill us in here. Leave us alone. We didn't do shit to you. Okay. All set. Phone it in. I'm calling it. Benutzt das Handy. Das ist jetzt sehr unpraktisch, weil jetzt genau jetzt ist natürlich oben mein welche Taste ist denn das jetzt? Jetzt muss ich ausprobieren, die Taste muss zum Sekunde. Das Problem ist, genau hier oben habe ich jetzt meine FPS-Anzeige. Das bedeutet, ich muss jetzt leider mal kurz stoppen, muss die FPS-Anzeige auf eine andere Ecke setzen, damit ich das hier sehe, was hier steht, weil es ist mir auf Dauer zu nervig, jedes Mal in die Einstellungen zu gucken. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt ist es oben rechts. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie wieder hinterher irgendein Problem. So, ich muss, was I muss ich drücken? Ach nee, 1. Hä? Was ist das für Taste? Doch L oder 1. Was zum? Sprechen mit der Tür? Was? Kapier ich nicht. Hä? Was ist das für eine Taste? Handy. Ach hier, Handy. Soll es ein Tee sein? Welches Satz soll denn das sein, Alter? Hä, da steht doch definitiv eine 1, Alter. Oder ist es ein T?
Aber es geht alles nicht. J geht nicht, L geht nicht, M geht nicht, I geht nicht. Du wirst dich doch jetzt verarschen gerade, Alter. Das Spiel hat gerade erst angefangen und geht mir jetzt schon auf die Nerven. Ach, das soll eine Pfeiltaste nach oben sein, oder was? Ich flipp aus, Alter. Wer legt das denn auf die Pfeiltasten nach oben, Alter? Wer legt sowas denn auf die Pfeiltasten, Alter? Ah ja. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. What's the hold up? Come on out, B. Give it up. I got him. I saw your face. I'll remember you. Get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. He's crazy. No one's crazy. I think. Be cool. That's right, pal. Was? Hä? Hä, das war aber nicht richtig. Muss ich das jetzt ernsthaft lesen, Alter? Könnt ihr das nicht richtig markieren? Benutze während Alt-FT gedrückt hältst die Maus. Aber was mit der Maus? Hin und her, oder was? Da links und rechts? Um den Charakter zu wählen. Ach so. Das dürfte der Bull sein, oder? So. Ah ja. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Let's go. Meine Güte, das fängt gerade. Das ist schon wieder so, was ich. Da kann ich gleich PDE spielen, wisst ihr? Muss ich da jetzt vornehmen? Was ist das jetzt für eine Taste? G. Nee, Q. Wo muss ich da jetzt hin? Lass mich raten, ich muss wieder anrufen. Nee. Mach davon alleine diesmal. Okay. Get out of the way. We bring it to them. Drop it, prick. They answered the wrong call. I ain't laying down for them. Get down. Don't be as dumb as you look. Press forward. We got a window. Let's go. Don't be an idiot. Okay. Wrong profession. Can't be many more cops in this town. Bring up. This is fuck, man. Voll du was Auto erschossen. I got my share. It's still wide open. Move, come on! The kid might have failed.
This wasn't in the job description. Dumb fucking cops. Come on, guys. Get out of the way or suffer the consequence. Move, move, move. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Was ist das? Hä? Ach, der ist doch gar nicht tot. Ich dachte, der ist schon tot. Alter, steht einfach wieder auf. Alter, ich wollte ihn über den Haufen ballern. Was war denn das jetzt gerade? Der war doch umgefallen. Kapiere ich nicht. Fängt ja gut an, ey. Mission direkt fehlgeschlagen. Alter, was ist das für ein kleines Visier, ey? What the fuck is this? You shouldn't have been a cop. We keep going forward. Get out of here. Alter, ich verpasse den Headshot und die stehen wieder auf, Mann. Okay. Muni scheinbar unendlich zu haben. Alter, im Schnee werde ich langsamer. Auch schon wieder fast zu viel Realismus für meinen Geschmack. Lasst mich raten, ich muss fahren. Ist es wenigstens noch die altbekannte F-Taste? Ja. Oh, ich fahre gar nicht. Ja, und jetzt muss ich fahren, wa? Ja, nee, ist klar. Train, man.
Angst. You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. The fucking fence! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out! Go! No! You fucking cocksucker! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Motherfuckers! Muss ich jetzt kämpfen oder was muss ich denn machen? Ja, wäre wahrscheinlich in den kommen. In den Schneesturm entkommen. Waren das jetzt wir oder wer waren das? Also es fängt an auf jeden Fall schon mal wie jedes GTA anfängt. Mit einem Überfall. We know that you will show mercy to our friends. Tja, Grand Theft Auto 5 oder 5 im Englischen. Ich hatte eigentlich gedacht, das Ganze ist auf Deutsch. Nach so vielen Jahren des Games dachte ich, würde das auch auf Deutsch übersetzt werden. Oder muss ich das einstellen? He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you can. Okay, jetzt ist einfach das Spiel abgeschmiert, aus welchem Grund auch immer. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day. Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them.
And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Tja. Die Ecke erinnert mich jetzt ein bisschen an San Andreas, muss ich sagen. Einen fetten Ferrari erstmal gefahren. Das sieht definitiv nach San Andreas aus. Davis Production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh, yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Hä? Wieso spiele ich jetzt einen anderen Champ? This nigga must got the baby dick. Ach so. Das war übrigens eine Sache, die mich, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das eine Sache, die mich in GTA 4 schon gestört hat. Man hatte, glaube ich, mehr als einen Charakter, den man spielen konnte und ist zwischen diesen Charakteren hin und her geswitcht. Ist das jetzt ja auch wieder so? Das wäre ja voll für den Arsch, Alter. Das ist echt eine Sache, das kotzt mich schon wieder an, weil das ist einfach kompletter Bullshit, Mann. Ich will einen Charakter spielen, den ich zocken kann. Und nicht tausende Charaktere, die ich zwischendurch durcheinander spiele. Ich glaube, bevor ich zu viele Spielstunden auf das Game baller, muss ich mich erstmal informieren. Come on, homie. Ich nehme den Weißen. Only child. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Was? Ach so. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Yeah, whatever you say. Ah, freie Kameraführung beim Autofahren. Simeon ain't about to stop my bed,
Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. Was ist mit dem los, Alter? Alter, was ist denn das für eine schwammige Steuerung? Hoppala. Das war nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich versuchen, Nos zu geben. Warum drücke ich da auf F? Ja. Das ist auch so eine Sache, die mich gerade schon stört. Normalerweise hatte man am Anfang so eine kleine Story, dann hat man sich irgendwo abgeseilt und dann musste man einfach nur noch zocken. Und konnte frei entscheiden, wann man eine Quest übernimmt und so weiter und so fort. Komm, ich nehme diesmal den roten. Einfach aus Zeitgründen. Damn, this motherfucker got Robo Roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. I gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Law. Oh, it's like that? For sure, homie. JB's tow truck, it ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? I'm good. Was G? Oder war das Q? Ach so, man konnte den Radiosender wechseln. Alter. Oh, we filming shit here, huh? Keep up, homie. Hey, screw you too, homie. Alter, vielleicht noch ein wenig übertreiben mit den Sprüngen. Alter, die Karre ist ja komplett Schrott, Mann. Alter, was ist denn mit dem, Alter? Wo fährt denn der hin? Shush.